Prima. Wolfgang Lippe. Gelogen, erste Lüge. Prima. Erste Lüge. Oh, es kommt ja auch direkt aus der Maske. Ja. Muss man auch als Mann noch darauf achten, wie man vor der Kamera aussieht? Ja, klar, sollte man schon. Und Maske macht auch Spaß. Wie geschminkt werden, ist auch schön. Was ist entspannt, finde ich so. Was musst du denn kaschieren? Vielleicht mal ein Pickel oder sowas oder mal was Rotes. Oder auf jeden Fall muss man ja auch ein bisschen stumpf sein. Also ich meine nicht stumpfsinnig, sondern stumpf im Gesicht. Ja. Sonst glänzt man. Also nicht, dass man jetzt nicht glänzen sollte. Also du merkst schon, es ist nicht so einfach. Du bist ja nicht aufgeregt bei solchen Shows, oder? Ach doch. Ich habe immer also Respekt vor der Situation. Und man möchte ja, dass alles klappt irgendwie. Und nun diese hier ist jetzt nicht live. Das ist vielleicht okay, aber trotzdem, ja, ein bisschen Lampenfieber hat man immer. Wenn man das nicht mehr hat, sollte man einen Job wechseln. Du bist ja eigentlich die großen Bühnen gewohnt, ne? Und jetzt so eine kleine Show. Mhm. Ich mag sowas sehr. Und wir haben ja gestern schon geprobt. Ich finde toll, dass wir da live alle sind, dass gespielt wird, dass gesungen wird, dass musiziert wird, so wie man sich sowas wünscht, wenn man gerne Musik macht. Und ich finde so, dass alle so zusammenrutschen, das ist einfach schon mal gut. Das ist ja auch so zu Hause, wenn man es gemütlich hat und so, hängen ja auch alle irgendwie in der Küche meistens oder so. Und es ist irgendwie immer ein bisschen enger als sonst. Das ist schön. Mit wem hängst du, Geheimnis verraten, am liebsten auf der Couch rum? Ja, mit Freunden, meiner Frau logischerweise, mit unserem Hund. Oh. Der ist sehr gemütlich, der heißt Emil und ist eine französische Bulldogge und der kann sich so schön regeln und ahlen und der kann so viel Gemütlichkeit ausstrahlen, weil das ist so gemütlich, so zu Hause ist aber schön, so rumlümmeln. Und da kannst du dann auch richtig entspannen, runterkommen? Ja, ich bin gerne, obwohl ich nicht so oft zu Hause bin, vielleicht gerade deswegen, und gerne in der Natur. Also für mich ist Natur fast noch schöner, als irgendwie im Wohnzimmer auf dem Sofa zu liegen. So draußen sein, am Wasser zu sein, am Meer zu sein, spazieren zu gehen. Sowas ist für mich so der allerschärfste Hammer sozusagen. Also da habe ich einen guten Tipp für dich. Ja? Kannst du in Leipzig an dem Kanal und dann kannst du dann noch ein bisschen die Natur genießen. Also erst mal die Show und dann... Nee, ich habe, also wenn ich jetzt, ich bin ja oft in Leipzig für diesen Sender hier und wenn ich so aus dem Studio komme abends, dann nehme ich meine Skater und schnalle mir die unter und fahre um den Kossi. Das will ich unbedingt sehen. Ja. Wir verabreden uns zum Skaten. Und jetzt geht es so. Mit dir mache ich alles. Wir zwei skaten irgendwo hin. Haha. Genau. Luisa skatet. Luisa. Nee, aber wirklich, das sind es ungefähr so, ich weiß gar nicht, 10 Kilometer oder 8 oder weiß ich gar nicht so genau. Und manchmal fahre ich auch zweimal rum, wenn mir so ist, aber eigentlich eher einmal und dann lieber noch irgendwie einkehren danach. Aber das ist toll einfach, ja. Und eine Paddeltour müssen wir auch noch machen. Ja. Yeah. Kann man auch machen hier in Leipzig. Mehrere Dates schon. Wer ist der denn mit dem Ding da? Ist eine Kamera? Hä? Eine Kamera? Kameramann wahrscheinlich, oder? Aha, hallo.